Okay, ja, herzlich willkommen im IMAX-Hörsaal und zwar zum Vortrag Rechenzentren und Nachhaltigkeit, was quasi Vortrag/Workshop ist. Die Vortragenden sind Simon Hinterholzer und Tim Grothey. Die zwei sind vom Border Step Institut, das sich unter anderem mit der Energietechnik von Gebäuden und beziehungsweise Rechenzentren irgendwie beschäftigt. Der dritte Vortragende ist Nazir Azadov. Und damit wünsche ich euch irgendwie schon mal einen schönen Vortrag. Los geht's. Danke dir. Vielen Dank. Schön, wieder hier zu sein. 2018 war ich auch schon dabei. Schön, dass die Bits und Bäume wieder stattfindet. Waren jetzt ja ein paar Jahre Pandemie dazwischen. Aber genau, schön, dass es wieder hier, dass es wieder stattfindet. Ganz kurz, genau, ich bin der Simon, spreche mich gerne mit Vornamen an. Ich arbeite am Border Step Institut, das ist ein sehr kleines Forschungsinstitut, ein Non-Profit-Institut hier südlich von Berlin, also noch in Berlin, aber halt ziemlich im Süden. Und wir machen schon seit 15 Jahren Studien zu verschiedenen Digitalisierungsthemen und ökologischen Auswirkungen, also speziell auch das Thema Rechenzentren. Wie wirken die sich auf den Stromverbrauch, auf Klimaemissionen aus, haben wir schon sehr lange auf dem Schirm. Ich bin da als wissenschaftlicher Mitarbeiter seit 5 Jahren jetzt dabei. Und wir machen Studien für die Europäische Kommission, fürs Umweltministerium, fürs Wirtschafts- und Klimaministerium, fürs Forschungsministerium. Machen wir geförderte Forschungsprojekte oder eben auch Einzelstudien, wo wir auch einfach mal den Bestand an Rechenzentren überhaupt erheben und schauen, wie viele gibt es überhaupt, wie viele Server sind überhaupt im Umlauf, um so ein bisschen diesen Bestand überhaupt zu erfassen. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren ein Forschungsprojekt gemacht ab 2019, was sich quasi auch mit, wie können wir aus Rechenzentren möglichst umfassend die Abwärme nutzen, beschäftigt. Das ist gerade ein sehr heißes Thema. Gehe ich gleich noch drauf ein. Vorweg noch mal kurz die Credits. Also wir haben heute noch einen Partner von der TU auch mit dabei. Das Projekt ist aber größer, es gehören noch mehrere Partner dazu. Also es gibt einen Hersteller von Adsorptionskältemaschinen in Invensor, sieht man hier links. Ich glaube, hier gab es auch so einen kleinen Laser, die habe ich immer ganz gern. Das hat mittlerweile Enicon übernommen. Es gibt verschiedene Bereiche aus dem Rechenzentrums, also verschiedene Partner aus dem Rechenzentrumsbereich, also Beratungsunternehmen, Cloud and Heat, was ein Startup aus Dresden ist, was innovative Abwärmesysteme macht, Tobol, die erstellen Steuerungstechnik für so Rechenzentren. Wir haben Betreiber von Rechenzentren dabei, Nosis Network eben und Thomas Grenn, die wiederum Kühlkörper für Rechenzentren für On-Chip-Kühlung herstellen. Und die Partner, die heute vor Ort sind, ist eben die TU Berlin mit Nazir, der nachher auch gleich noch was genauer dann auf unser System hier eingeht, was wir dann auch anschauen werden für alle, die da Lust haben. Und wie gesagt, wir vom Border Step Institut sind auch Projektpartner. Gefördert wird das Projekt vom Wirtschaftsministerium, genau. Heute wollen wir ganz kurz, Begrüßung sind wir durch, ganz kurz oder mache ich jetzt noch ganz kurz fertig, dann geht Tim noch ganz kurz auf aktuellen Stand eigentlich, wie sehen eigentlich Rechenzentren aus, was passiert da gerade, wie wirken die sich auf Klimagasemissionen aus, gibt Tim eine kurze Einführung, also kurzen Impuls, dass wir alle halbwegs auf einem Stand sind, dann wollen wir möglichst interaktiv diskutieren, danach wird Nazir noch mal was zu unserem Forschungsprojekt sagen, da ein bisschen auch auf die Technik eingehen, die wir da untersucht haben und mögliche Potenziale. Dann würden wir alle zusammen oder alle, die Lust haben, rübergehen zum Labor. Das ist quasi nur hier über die Straße. Wir zeigen es gleich noch auf der Karte. Es sind nur 5 Minuten, 6 Minuten Fußweg darüber. Und dann durch dieses Rechenzentrum durchgehen. Da wir sehr viele sind, wenn wirklich alle mitgehen wollen oder sehr viele von hier, haben wir schon gesprochen, weil es dort ein bisschen enger ist, würden wir das vielleicht dann auf 2 Chargen aufteilen. Also wenn dann Leute beispielsweise schon kurz was zum Mittag essen wollen, kann man hier ganz kurz nochmal snacken und dann 20 Minuten später machen wir noch eine 2. Runde. Das sagen wir nachher aber nochmal genauer. Genau, da kommen wir dann dazu. Ganz kurz, es ist gerade ein sehr heißes Thema, das Rechenzentren
Energie verbrauchen und generell halt Auswirkungen aufs Klima haben. Es ist jetzt hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gebäude-Sofortprogramm. Das wurde aufgelegt, weil die Gebäude ihre Emissionsziele 2020 nicht erreicht haben. Gibt es eben sehr aktuellen Gesetzesentwurf und da stehen, ich gehe jetzt gar nicht im Detail drauf ein, da kann man gerne auch nochmal nachher drüber diskutieren, aber jetzt ganz neue Anforderungen, dass Abwärme genutzt werden muss, mindestens 30% bei neuen Rechenzentren ist der Vorschlag, eben auch die Effektivität des Stromverbrauchs, also die Power Usage Effectiveness, sagt so ein bisschen da eigentlich was darüber aus, wie viel Energie darf diese ganze Infrastruktur, die in so einem Rechenzentrum noch steht, also Kühlung, Stromversorgung, Beleuchtung und so weiter, noch brauchen on top zu dem, also im Verhältnis zu dem IT-Strom. Und genau, dass auch eine Transparenzpflicht eingeführt werden soll. Wie viele Rechenzentren gibt es überhaupt? Weil, wie gesagt, das machen wir mal als Forschungsinstitut, dass wir dazu versuchen, Daten zu erheben, aber richtige Statistik oder richtig fundierte, erhobene Daten gibt es dazu leider nicht. Also da ist sehr viel in Diskussion, da wird sehr viel passieren. Und genau deswegen ist das ein sehr spannendes Thema, auch jetzt gerade politisch. Eine Sache noch, es sollen hier zum einen, es ist uns extrem wichtig, dass es hier keine dummen Fragen gibt. Das ist ein sehr spezielles, sehr technologiebezogenes Thema. Es gibt hier keine dummen Fragen. Man kann hier jede Idee und jede Frage in den Raum stellen. Und was uns auch ganz wichtig ist immer, dass wir quasi die ganzen Ideen, die hier entstehen, die können wir alle mit nach Hause nehmen, können darüber weiter sprechen. Aber wir wollen nicht, dass irgendwie eine Person, also dass ich sage, diese Aussage war von dieser Person und damit lassen sich zum Beispiel manche Leute quasi, also fühlen sich beschränkt, was sie hier sagen können, sondern es soll ein offener Raum sein. Wir wollen eigentlich allen ermöglichen zu sagen, hey, ich fände das ja eine geniale Idee, auch wenn vielleicht jetzt das mein Chef von dem Unternehmen, aus dem ich komme, nicht so gern mag. Deswegen wäre es cool, wenn wir diese sogenannte Chatham House Rule befolgen. Also alles, was hier gesagt wird, kann man verbreiten, aber nicht sagen, die Person hat das gesagt. Also Person XY oder Unternehmen XY hat das gesagt. Das wäre ganz cool. Und damit bin ich auch schon mit der Begrüßung durch und gebe direkt weiter an Tim zum Einstieg für die Rechenzentren. Auch beim Borderstep-Institut war da erst als studentische Hilfskraft gut 2 Jahre unterwegs und jetzt auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und genau, ich gebe euch so ein paar Einblicke und Erkenntnisse aus den letzten Studien und Veröffentlichungen, die wir am Borderstep-Institut zum Thema Rechenzentren und Nachhaltigkeit gemacht haben. Und ja, beschieße euch jetzt so ein bisschen mit Fakten erstmal. Genau, vor einiger Zeit haben wir uns mal angeschaut, wo sind überhaupt Rechenzentren in Deutschland, wie viele gibt es und genau, da kommen wir darauf, dass wir ungefähr 50.000 Rechenzentren, Serverschränke, irgendwie kleine IT-Installationen in Deutschland haben. Wir zählen dann Rechenzentren, also als Rechenzentrum an sich, als irgendwie ein Raum mit mehr als 40 Kilowatt IT-Anschlussleistung und davon haben wir ungefähr 3.000 in Deutschland. Und so sind die grob verteilt. Das nennen wir Rechenzentrumsdichte. Das ist quasi die IT-Anschlussleistung pro Einwohner, haben wir das mal so dargestellt. Und da sieht man natürlich die sehr, sehr starke Konzentration auf Hessen und da dann vor allem auf Frankfurt. Genau. Wo ja ein wirklich Großteil der Rechenzentrumsanschlussleistung in Deutschland ist. Genau, hier sehen wir die IT-Anschlussleistung in Deutschland seit 2010 bis 2020. Also wir sehen sehr, sehr, sehr konstanten Anstieg jedes Jahr, was wir für die Zukunft auch so weiter prognostizieren. Wir sehen, dass vor allem die Cloud-IT-Anschlussleistung sich sehr, sehr stark entwickelt, also fast exponentiell. Die traditionellen Rechenzentren nicht unbedingt sehr, sehr stark zurückgehen, aber einen leichten Rückgang haben. Und zumindest prognostizieren wir, dass Edge, also dezentrale, kleinere Rechenzentren, sich auch in Zukunft dann weiterentwickeln und wachsen werden. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal die IT-Fläche anschaut in den Rechenzentren, die steigt nicht unbedingt. Das heißt, hier sehen wir schon, dass mehr IT-Hardware pro Fläche installiert ist und genau, da sehen wir sogar
in den nächsten Jahren bis 2025, dass das mehr oder weniger stagniert. Wobei aber auch die Cloud-Fläche natürlich da in ihrem Anteil steigt. Wenn wir jetzt in Richtung Nachhaltigkeit gehen von Rechenzentren, müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, okay, in einem ganzen Lifecycle von so einem Rechenzentrum, wo finden wir da Emissionen, Umweltwirkungen etc. Wo wir uns vor allem drauf konzentrieren beim Border Step Institut auch, was auch ein bisschen daran liegt, dass über viele Dinge in der Vorkette, also in der Rohstoff- und dann Manufacture-Phase von so einem Rechenzentrum, von dem Gebäude, von der Hardware, einfach sehr, sehr viele Daten noch fehlen. Weswegen wir uns vor allem auf den Betrieb der Rechenzentren jetzt konzentrieren und auch die nächsten paar Folien dann sich vor allem erstmal um den Betrieb von einem Rechenzentrum kümmern. Genau. Deswegen haben wir hier einmal den Energieverbrauch der Rechenzentren in Deutschland in den letzten 10, 11 Jahren. Da haben wir am Border Step Institut so ein immer weiterführendes Modell von Rechenzentren, wo wir über Verkaufszahlen der IT-Hardware das für Deutschland dann modellieren. Und wir sehen hier vor allem ganz, ganz spannend auch die Steigerung der Infrastruktureffizienz. Simon hatte das vorhin schon kurz angesprochen, der Power Usage Effectiveness. Das sind quasi die unteren drei Balken, also Server, Storage und Networks, Vergleich zu den oberen drei Abschnitten für die Infrastruktur. Und wir sehen, 2010 haben wir da grob Hälfte-Hälfte. Und wenn wir 2021 schauen, haben wir da ungefähr zwei Drittel zu einem Drittel. Also der Gesamtstrom, der in das Rechenzentrum reingeht, wird sehr viel mehr für die IT-Hardware also anteilsmäßig gebraucht als für die Gesamtenergie, was natürlich ein riesen Effizienzgewinn schon mal ist. Wenn wir uns jetzt die CO2-Emissionen dazu anschauen zu dem Energieverbrauch, das ist wirklich nur der Strom, der reingeht, multipliziert mit dem durchschnittlichen Strommix in Deutschland, sehen wir ja, dass sie ja relativ konstant gewesen ist, jetzt im letzten Jahr durch vor allem dem Anstieg der Strommix-Emissionen in Deutschland nochmal dann gestiegen ist. Aber wir haben wachsenden Energieverbrauch, relativ konstanten CO2-Emissionen daraus. Das liegt vor allem an der Effizienz der Rechenzentren, aber vor allem auch durch die immer größer werdenden Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix. Also das ist so einer der größten Hebel, die wir eigentlich haben. Wenn der Strom in Deutschland grün ist, dann sind auch die Rechenzentren grüner. Genau. Dann ein weiterer Punkt neben dem Stromverbrauch sind dann noch zum Beispiel Treibhausgasemissionen durch Kältemittel. Das ist jetzt kein mega großer Stück von dem Kuchen von, sage ich mal, Kältemittelemissionen in Deutschland. Also wir haben das mal hier einmal angeschaut. Wo ist der? Ja, da in der Mitte. Also ungefähr 0,5% der gesamten F-Gas-Emissionen in Deutschland sind auf Rechenzentren zurückzuführen. Und Kältemittel zählen dann zu 1% der Treibhausgas-Emissionen in Rechenzentren. Trotzdem müssen wir dann natürlich auch dran arbeiten. Und da später mit Hotflood, mit der Wasserkühlung, ist das dann natürlich auch nochmal ein weiterer Punkt, der da interessant wird. Genau. Das sind so unser Ausblick für den Energiebedarf der Rechenzentren. Dieser Korridor, der da eingezeichnet ist, das ist so das, was wir als wahrscheinlich ansehen. Also haben wir sehr, sehr starke Effizienzgewinne, wird sich das Wachstum in Grenzen halten. Wenn aber dieser Boom, den wir gerade sehen in Deutschland, in Rechenzentren weitergeht, dann kann es auch zu einer Verdopplung des Energieverbrauchs führen. Genau. Was sind jetzt Hebel für mehr Nachhaltigkeit in Rechenzentren? Da haben wir Anfang des Jahres auch eine Umfrage gemacht unter Rechenzentrumsexperten. Da sind dann, also wo sie quasi Potenziale sehen von verschiedenen Sachen. Das sind dann energieeffiziente Klimatisierung, generell energieeffiziente IT-Hardware,
Abwärmenutzung, wo wir noch drauf kommen, aber auch umweltfreundliche Kältemittel, Managementsysteme, Ökostrom, also diese ganzen Themen, die dafür relevant sind. Ich will jetzt noch mal kurz auf das Thema Abwärmenutzung kommen. In Rechenzentren, wie könnte das aussehen? Hier mal so als Beispiel, wir haben das Rechenzentrum, da kommt die Wärme raus, die muss dann vielleicht noch über eine Wärmepumpe, muss das Temperaturniveau noch angehoben werden, dann kann das Ganze in Fern-Nahwärmenetze von Wohnen und Gebäudequartieren gehen. Genau, also das mal so als kleines Schaubild, wie das funktionieren könnte. Und das hat halt unglaublich hohe Potenzial. Also in Frankfurt haben die Rechenzentren, die da sind, schon ja, die Möglichkeit, da 10% des gesamten Wärmebedarfs der Stadt bereitzustellen. Als wir dann diese Experten auch befragt haben, haben wir mal geschaut, wie viel Abwärme wird eigentlich schon genutzt. Und wir sehen, es wird relativ wenig Abwärme genutzt. Also nur 5% sagen, ja, wir nutzen mehr als 50% der Rechenzentrumsabwärme. Ja, fast die Hälfte hat aber auch vor, in der nächsten Modernisierung oder beim nächsten Bau des Rechenzentrums vermehrt Abwärme zu nutzen. Also es passiert noch, also es ist bisher noch relativ wenig, aber viele planen und haben es vor zu nutzen. Wenn man sich aber anschaut, warum noch keine Abwärme genutzt wird, dann liegt es vor allem darin, dass irgendwie die Rechenzentren nicht dort an der Stelle sind, wo Abwärme gebraucht wird, oder die Abnehmer nicht da sind, wo die Rechenzentren sind. Also da gibt es noch kein richtiges geografisches Matching. Und genauso ist es wirtschaftlich einfach gerade noch sehr schwierig umzusetzen mit hohen Investitionen und auch dann Investitionen in Wärmenetze etc. Genau. So viel zu den, zur Abwärmenutzung. Als Abschluss möchte ich noch einmal quasi so die ja, 3-4 Punkte, die halt wirklich relevant sind, um den Betrieb von Rechenzentren nachhaltig zu gestalten. Das ist zum einen, wir brauchen zeit- und mengengleiche erneuerbare Stromversorgung, also dass wirklich zu jedem Zeitpunkt, wo das Rechenzentrum läuft, erneuerbarer Strom vorhanden ist und verbraucht wird. Dann haben die Rechenzentren alle Notstromsysteme, was heute viel mit irgendwie Dieselaggregatoren funktioniert. Die müssen irgendwie auf erneuerbare Kraftwerke umgestellt werden, ob es dann Batterie oder Wasserstoff oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Dann brauchen wir klimafreundliche Kältemittel in der Klimatisierung. Und wir haben dann natürlich die Abwärme, die wir zur Dekarbonisierung im Wärmenetz nutzen sollten, vor allem wenn wir irgendwelche der drei oberen Punkte nicht umsetzen können. Genau. Wo ich jetzt gar nicht drüber gesprochen habe, ist dann der ganz untere Punkt, Herstellung, Transport, Entsorgung. Da fehlen einfach noch zumindest uns auch viele Daten. Aber das ist natürlich ein relevanter Faktor. Und vor allem, je mehr erneuerbaren Strom wir haben, desto größer wird auch deren Anteil an den Gesamtemissionen und an der Gesamtumweltwirkung der Rechenzentren. Genau. So viel erstmal von mir als Input. Die Studien und Erkenntnisse und so findet ihr bei uns auch auf der Seite bei Borderstep unter Publikationen. Genau, in den letzten, das ist alles so jetzt aus dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Genau. Wenn ihr irgendwann später mich nochmal kontaktieren wollt oder uns, findet ihr uns dann auch auf der Webseite. Wir würden jetzt gerne in Fragen gehen, konkret zu dem Vortrag, und dann noch ein bisschen in Leitfragen-Diskussion gehen. Genau. Wie ist das mit dem Mikro? Perfekt. Gehst du damit rum, oder? Perfekt. Dann einmal der Herr da hinten, genau, der hatte sich als erstes gemeldet, in der so ungefähr in der Mitte. Geht das hier? Hallo, hallo? Ja, gut, geht. Ja, ich habe eben gerade auf der Folie gesehen, das mit den Notstromaggregaten. Eigentlich sind die ja das Ganze ja aus, weil ich ja eigentlich nie Notstrom brauche bei unserer Versorgung in Deutschland. Das wäre jetzt ein Investment, um diese 0, irgendwas Prozent, wenn das Ding wirklich mal anspringen muss, weil es einen großen Blackout gibt oder sowas. Das wäre jetzt ungeschickt eigentlich, mit sowas anzufangen. Ne? Man sollte vielleicht eher schauen, damit man zum Beispiel die Luftabwärme, die höchstens 35 Grad oder sowas typischerweise wird in so einem Rechenzentrum, umstellt auf eine Wasserabwärme, wo ich dann direkt über den Chip gehen kann und dann irgendwie 80 Grad oder was holen kann, sodass ich es auch wirklich verwerten kann, die Wärme. Das wäre doch eigentlich eine viel geschicktere Investition, wie jetzt da relativ weit oben sowas wie, tun wir den alten Diesel ersetzen, der eigentlich eh nie läuft,
weil der ja nur für den Notfall ist, der ja in Deutschland theoretisch alle paar Jahre einmal eintritt. Das macht man vielleicht ab und zu ein, zwei Mal an im Jahr, um zu gucken, ob das Ding noch angeht für ein paar Minuten, aber das ist es dann auch. Oder ist das vielleicht von der Priorität her nicht ganz so gerenkt gewesen, wie man sich das vorstellen würde? Genau, also das war quasi jetzt, da war ja keine ökonomische Betrachtung dahinter, nach welcher Reihenfolge das jetzt auch dann ökonomisch sinnvoll sein könnte. Aber genau diese Wasserkühlung, um höheres Temperaturniveau dann zu haben, das haben wir ja auch in Hotflood dann, also in dem Rechenzentrum, was wir uns gleich dann nochmal anschauen können, dann auch umgesetzt. Also das stimmt schon. Die Diesel-Notstromsysteme, die müssen dann schon sehr regelmäßig auch angeschmissen werden und getestet werden, alle paar Monate, glaube ich sogar, drei, viermal im Jahr. Und aber genau, das ist eine Betrachtung, die auf jeden Fall richtig ist. So. Genau. Ich habe jetzt keinen Überblick, wer als nächstes war. Darfst du entscheiden. Danke. Das war erstmal sehr informativ, danke an der danke. Stelle. Das waren jetzt ziemlich viele Informationen zu Rechenzentren in Deutschland und ich habe mich gefragt, inwieweit, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie viele deutsche Akteure oder was ist der Anteil der deutschen Akteure, die auch deutsche Rechenzentren nutzen oder inwieweit wird das auch im Ausland bezogen? Da müsste Simon, habt ihr da in der EU studiert? Oder ja, was? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist also das, was im Rechenzentrum, nur weil das in Deutschland sitzt, bedient das nicht nur deutsche Kunden, sondern auch im Ausland, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder? Sorry, das wäre auch interessant. Inwieweit weichen deutsche Akteure auch auf ausländische Rechenzentren aus? Also beide Richtungen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt natürlich also gerade die ganz großen Rechenzentrumsbetreiber, sogenannte Hyperscaler, die auch diese großen Cloud-Unternehmen oft darstellen. Die sind häufig eher in zum Beispiel skandinavischen Regionen, weil dort die Rahmenbedingungen einfach günstiger sind. Da ist es kühler, da gibt es sehr, sehr günstigen Strom, oft auch tatsächlich, muss man ehrlich sagen, auch grüneren Strom als in Deutschland. Also wir haben leider noch sehr, sehr viel Kohlekraft hier und fossile Energie. Und genau deswegen, also viele der Dienste, die wir hier beziehen, kommen aus der Ferne, beziehungsweise aus Skandinavien. Bei nicht allen ist es technisch möglich. Also bei manchen da geht es um Latenzzeiten, also halt hängt dann auch von der Signallaufzeit ab, wie weit ist ein Rechenzentrum entfernt von mir und dann muss das vor Ort sein. Und das nächste ist natürlich, also man hat es ganz am Anfang schön gesehen, dass in Frankfurt natürlich der Hotspot ist, da ist der große Internetknoten, da sind dann auch Leitungen, die sich dann verzweigen in die ganze Welt, aber auch in Deutschland letztendlich dann halt ihre Dienste gut verteilen können. Und deswegen ist das natürlich also schon sehr stark in Deutschland. Deutschland ist auch der stärkste Markt oder einer der stärksten Märkte innerhalb von Europas und tendenziell kann man eigentlich davon ausgehen, dass vermutlich eher so gerade aus dem osteuropäischen Raum auch viele Dienste aus Deutschland heraus bereitgestellt werden. Also wir haben im Verhältnis relativ viele Rechenzentren pro Einwohner in Deutschland. Aber wir haben auch Zahlen zum globalen Bestand der Rechenzentren, zum globalen Energieverbrauch. Die sind jetzt ganz frisch vor zwei Wochen erst bei der Internationalen Energieagentur auch aktualisiert worden. Wir haben da ein deutsch- und englischsprachiges Paper dazu veröffentlicht. Das wird da zitiert auch bei der IEA. Aber einfach bei uns auf die Webseite schauen, unter Publikationen findet man das. Da gibt es allerdings, muss man auch dazu sagen, ganz ehrlich, also wie gesagt, es gibt keine öffentlich erhobenen Daten dazu, sondern es gibt letztendlich verschiedene Institute und WissenschaftlerInnen rund um die Welt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen, diese Frage zu lösen, wie viel Energie verbrauchen Rechenzentren. Und die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und es gibt nicht nur unsere Ergebnisse und man sollte da immer auch vorsichtig sein, wenn man darüber schreibt, lieber versuchen, noch ein, zwei andere Quellen zu finden. Ich sage es ganz klar, da kommen andere WissenschaftlerInnen weltweit auch zu anderen Ergebnissen. Also es sind nicht wir die Einzigen, die dazu Daten haben und erheben. Habt ihr euch auch damit beschäftigt, wie die Auslastung, also geht es quasi wirklich nur um die Hardware und die Menge an Energie oder beschäftigen sich die Rechenzentren auch damit, wie viele Anwendungen sozusagen überhaupt bei Ihnen laufen und in welcher zeitlichen Taktung, also weil jetzt mal praktisch gesehen gibt es einfach Anwendungen, die müssen ja nicht 24 Stunden am Tag theoretisch verfügbar sein. Also ist das auch ein Thema oder wird es komplett auf den Kunden ausgelagert, sich sozusagen darüber Gedanken zu machen? Also wir in dem Modell, Simon, unterbreche mich, wenn ich da falsch bin, aber haben das auf jeden Fall mit drin. Also wir haben quasi die Menge an IT-Hardware, die wir in Deutschland hochrechnen und dann schauen wir,
je nachdem, was für Hardware das auch ist, wie stark die ausgelastet ist. Und das fließt dann in den Gesamtenergieverbrauch natürlich mit ein. Genau. Aber ich glaube, jetzt auf einzelne Anwendungen runtergebrochen haben wir das nicht, ne? Genau, wir haben es nicht auf Anwendungen runtergebrochen, aber es gibt so charakteristische Modelle. Also es gibt diese Cloud beispielsweise, wo dann bei Public Cloud auch Server schon über die Zeit wesentlich konstanter ausgelastet sind, häufig, weil natürlich zur Morgenszeit der eine Softwareanbieter irgendeinen Dienst dort laufen hat, zur Nachmittagszeit jemand anders und dann auch HPC-Rechenzentren, die natürlich irgendwie Klimamodelle über Tage simulieren, die dann sehr, sehr hoch ausgelastet sind. Und dann gibt es aber natürlich auch noch diesen Server, der irgendwo unterm Schreibtisch steht und der für 20 E-Mail-Fächer einen riesen Server dann dran steht, der rund um die Uhr auch im Betrieb ist und ziemlich viel Leistung zieht. Also all das gibt's. Wir versuchen all das abzubilden in unserem Modell. Aber genau, da gibt es natürlich riesige Unterschiede und auch riesige Effizienzpotenziale, wenn man so will. Da, ich glaube, eins, zwei, ja. Oder da hinten kommt auch noch. Kann dann nachher vorkommen. Ja. Habt ihr Daten dazu, ab wann sich der Austausch alter Hardware zu neuer lohnt? Gerade in dieser Branche haben wir ja immer noch relativ hohe Effizienzsteigerungen im Vergleich zur traditionellen IT. Und wenn man so durch Rechenzentren schaut, sieht man da ja oft sehr, sehr antiquitiertes Zeug. Ja, hast du diese Folie mit drin, mit den Servern, mit Stromaufnahme? Oh nee, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Nee. Egal. Genau, also es gibt dazu tatsächlich ja ganz gute Daten auch, also wie viel Leistung pro Watt aufgenommenen Strom kann ein Server oder ein Chip, eine CPU also leisten, also wie ist diese Effizienz, wenn man sie pro Workload oder pro Speichermenge oder pro Datentraffic, pro verbrauchter Energie nimmt, wenn man das als Effizienz definiert, dann gibt es da gigantische Steigerungen. Also die sind wirklich in den letzten 10 Jahren zwischen Faktor 10 und 20, wenn man so will, also in 10 Jahren. Das kennt man, Moore's Law, also immer mehr Transistoren pro einem Chip. Der Chip braucht aber fast genauso viel Energie oder nur minimal mehr. Und damit kann man durchaus diskutieren, ab welchem Alter macht es Sinn, alte Hardware rauszuwerfen, selbst mit den Umweltwirkungen, die sie in der Herstellung, in der Entsorgung und so weiter verursacht, gegenüber den Klimawirkungen, die diese alte Hardware vielleicht einfach verursacht im Betrieb. Da aber der Trend ziemlich stark dahin geht, dass wir natürlich im Strombereich weniger Emissionen pro verbrauchter Kilowattstunde verursachen, ist das, also aktuell ist es vielleicht noch ein Punkt, den man in einzelnen Fällen diskutieren kann. Das wird aber immer stärker dazu gehen, dass der Großteil der Emissionen einfach bei der Herstellung passiert und damit wird es vielleicht irgendwann auch Moore's Law, weiß man nicht genau, ich mag da gar nicht spekulieren, wie sich die Leistungssteigerung der Chips quasi auch in die Zukunft noch fortschreitet, wie die Effizienzsteigerung in einzelnen Rechenzentren noch besser werden kann. Und dahingehend muss man irgendwie sagen, langfristig wird es eher so sein, dass man da auf sehr lange Lebensdauern gucken muss. Das ist heute bei Endgeräten ist es definitiv schon so. Bei Rechenzentren ist es noch ein bisschen anders. Gerade wenn sie in Deutschland stehen, gehen wir ungefähr aus, dass 70-80% der Emissionen während der Nutzungsphase entstehen. Und damit, klar, ewig lange sollte man sie vielleicht auch noch nicht nutzen heute. Also ganz alte Geräte. Eins, zwei. Okay, I will ask you in English. I think you didn't answer this question so far. It's very... So you're part of a chain. There are people generating calories. But how do you transport them? Because then you have to transport them. You have to build this network of calories to be used by other buildings. So are you part of a group of researchers so that the what you will find to keep the energy and to use the energy is usable is in this grid energy that you could build? How far are we? That's my first question. And the second one is you have to finance the transformation to use this energy and to put all the infrastructure you need. So how far are we also in Germany? Thank you very much. Das ist ein Motto, mache ich. If I got you right, then you mean like how will it be possible to use the waste heat which comes out of the data center in for other purposes? That's a very good question because that is one of the biggest issues. If we want to use big parts of the waste heat, it's super complicated actually in Germany because there are many laws. If you want to cross just the street with some pipes where the heat is transported, that's super difficult. That's the part where we actually should talk the most probably about, because it's not that data center operators are not willing to give their heat away. Like they would offer it, but it's the difficult part
to get the infrastructure? And that's why this is a really good question. It's actually one of the biggest issues. And I know that in other countries, they have some approaches that they actually say, like, data centers, if new data centers are built, they should be placed here, because here we have electricity, we have the internet connections, we also have the heat network. So we work together with the heat network operator of a city. And so they bring all together, and then they can more easily transport that heat. So, for example, Stockholm is a good example for that. Hope this answered your questions. But we in Germany, we are not so far there. We have the ideas. We talk to the policy, but it's and like we starting with some projects in Frankfurt right now. There are some new projects, but we will get there, because there is probably some regulation coming up. Was that both of your questions, or was there a second? How do you finance it? Well, that's still to be discussed. I mean, probably like the data center operators I have talked to, they don't want to get money for the heat. They just say, if somebody takes the heat away, I don't want to have any obligation to be forced to deliver a certain amount of heat and be like in the role of a heat power plant, which is always forced to be reliable heat source. They say, like, we give that for free. We don't want to have money. Like, that's at least something what I heard from some of the operators. But they don't want to have some, like, yeah, fall under some regulation then. There were some here, yeah. I think we can... Are there more questions then? Otherwise, we take this two questions then. And Hendrik also had his hand up quite a long time, and Max also. Sorry. Okay, this four questions, and then I think we should switch to the next presentation. Okay, kurzer Disclaimer: Ich war 6 Jahre lang Systems Engineer bei einem der Partner in Dresden. Haben wir ein Rechenzentrum gebaut mit Wasserkühlung, und eines der großen Probleme war folgendes: Wenn jetzt der Kunde, der in einem Rechenzentrum das Wasser gekühlt ist, eine Workload hat, und die sind alle ganz fleißig und optimieren ihren Algorithmus, und auf einmal ist alles wesentlich energieeffizienter und ich brauche nicht mehr so viel Energie, dann habe ich folgendes Problem: Aus meinem Rechenzentrum kommt nicht mehr so viel Hitze raus. Was machen? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Also die Kapazitäten sind verbucht, die Rechner sind vermietet, aber es kommt nicht mehr genug Wärme raus. Ja. Was ja. macht man dann? Also die Lösung, die wir hatten, ist, wir hatten dann eine elektrische Zusatzheizung. Ups, jetzt habe ich was verraten, aber es war einfach notwendig. Wie löst man das Problem? Ist vollkommen richtig. Also das ist ein Issue. Also es kann natürlich die gleiche Workload eventuell in 2 Jahren viel effizienter bereitgestellt werden, mit viel weniger Stromverbrauch. Ist großartig. Dann kommt aber auch nicht mehr die Wärme raus. Also der Punkt ist definitiv valide. Was aber trotzdem eigentlich der übergeordnete Trend ist, dass die Nachfrage an Rechenzentrumskapazitäten steigt und auch an Megawatt-Anschlussleistung, der steigt in Deutschland. So, das ist einfach... Die letzten Jahre gerade Trend, so, das ist auch, wird auch in der Zukunft erstmal so bleiben. Deswegen gehe ich davon aus, und also die meisten anderen aus der Rechenzentrumsbranche auch, dass tendenziell die Rechenzentren nicht mehr nichts machen werden, sondern wenn ich dies, was ich heute mache, weniger machen kann, dann werden typischerweise, also gerade an diesen ganzen Knotenpunkten, werden Ansys-Server installiert, die einfach eine Ansys-Workload machen mit ganz neuen Dingen, die wir uns heute noch gar nicht überlegen können. Also da gibt es ja noch Sachen, die einfach noch ein enormes Wachstum auch vor sich haben. Also das kann man jetzt über diskutieren, wie weit wird diese Branche noch wachsen, oder ist es sinnvoller, lieber komplett zu sagen, wir müssen den Stromverbrauch massiv senken. Aber gerade sehen wir es halt nicht. Also es ist schon, also für einzelne Anwendungen ist es definitiv so, aber so für den übergeordneten Trend ist eher ein Wachstum. Die bauen hier Rechenzentren 180 Megawatt, 300 Megawatt neu zu in Frankfurt gerade. Das wird laufend genehmigt. Sieht im Moment nicht danach aus, aber an sich ein valider Punkt, haben wir mit der EU damals auch viel diskutiert, weil die auch die Sorge hatte, können wir diese Wärmeversorgung auch wirklich dann langfristig bereitstellen? Wir wissen es nicht. Was mit einem Rechenzentrum in 4 Jahren ist, 5 Jahren kann man schwer prognostizieren, weil ein paar Jahre in der IT einfach natürlich diesen Unsicherheit bietet. Danke. Also, Dankeschön auch von mir. Ich habe eine Frage. Ich habe bei diesem Energieeffizienzgesetz gelesen, dass Rechenzentren sich jetzt auch zertifizieren lassen können. Ich weiß nicht, könnt ihr da vielleicht, wenn es geht, ganz kurz drauf eingehen, welche Zertifizierungen es da gibt und was ihr vielleicht auch davon haltet, von den Zertifizierungen?
Also es gibt diese Standard-Umwelt- und Energiemanagement-Zertifizierung, das steht da explizit tatsächlich drin. Ich kenne mich leider damit auch nicht so wirklich aus. Es, glaube ich, geht einfach nur darum, dass die gewisse Abläufe, wie Energie eingespart werden soll, zertifizieren. Aber das, ja, gerne. Es gibt die EN 50600 oder 560, ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, das ist eine europäische Richtlinie und nach der zertifizieren sich heute die meisten professionellen Rechenzentren. Energieeffizienz und Sicherheit. Also und die Kollegin da drüben fragte ja wegen der Auslastung. Also was ich immer höre, es ist Auslastung durchschnittlich 20%. Und einer der wichtigen Gründe dafür ist unser Wahn mit der Sicherheit, weil wenn man alles doppelt auslegen muss, halbiert das automatisch die Auslastung. Wenn ich alles dreifach auslege, drittelt es die Auslastung. Und dann gibt es noch den blauen Engel, der gerade überarbeitet wird. Da ist es aber so, dass der letzte blaue Engel einen derartigen Run auf diese Zertifizierung ausgelöst hat, dass es also so gut wie kein Rechenzentrum gibt, was danach zertifiziert ist. Also und das soll jetzt dadurch ausgehebelt werden, dass die Bundesrechenzentren angehalten sind, sich alle danach zu zertifizieren irgendwann, sodass dann ein gewisser Druck im Kessel entsteht und sich auch andere zertifizieren. Genau, also dazu, es gibt drei Rechenzentren, die aktuell nach dem Blauen Engel zertifiziert sind, nach meinem Stand. Eins und noch ein Co-Location-Rechenzentrum. Das ist leider, also obwohl es den Blauen Engel für Rechenzentren seit 2013 gibt, in der ursprünglichen Fassung sind das leider wirklich nur sehr wenige, die da drin sind. Und deswegen können auch öffentliche Dienste, die sagen, wir wollen eigentlich auf solche Rechenzentren, die einen Blauen Engel haben, also rein nur diese Rechenzentren Dienste in Anspruch nehmen, das ist noch schwierig, weil die nicht überall verfügbar sind und auch nicht also man will ja eine Ausschreibung machen in der öffentlichen Hand und wenn dann es nur ein, zwei Bieter gibt, die in Frage kommt, ist das schwierig. Genau, jetzt schauen wir, dass wir durchkommen. Ich würde gerne erstmal noch mal kurz an das anschließen, was der Herr, der vor mir sitzt, gefragt hat. Und zwar die Frage der Abwärmenutzung. Aus NGO-Sicht überlegt man natürlich immer, welche Akteure muss man zusammenbringen, damit da Bewegung reinkommt. Da gibt es auf der einen Seite dann die Leute, die in Kommunen irgendwie die Wärmeleitplanung machen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die Rechenzentren betreiben. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die Wärmenetzbetreiber selbst. Würdet ihr sagen, auf regulatorischer Seite, wenn man sich diese drei Gruppen anguckt, wo liegt der größte Hebel? Also sollte ich am ehesten, sagen wir mal, auf Bundesebene jetzt die Kommunen verpflichten, ihre Wärmeleitplanung anzupassen? Sollte ich am ehesten die Rechenzentrumsbetreiber verpflichten, eine höhere Abwärmenutzung sicherzustellen? Oder sollte ich am ehesten die Wärmenetzbetreiber verpflichten, mehr Wärme abzunehmen? Das wäre meine erste Frage. Und die andere Frage vielleicht noch, die Technologien der Energiewende, wie jetzt Sonne, Wind, also erneuerbare Erzeugung, aber auch Speicher etc., kriegt man die auch durch politische Maßnahmen noch besser mit den Rechenzentren verschränkt? Also dass man zum Beispiel sagt, Verpflichtungen machen, Rechenzentren müssen so und so viel auch selbst erzeugen an erneuerbarem Strom auf ihrer Anlage oder durch Power Purchase Agreements oder sowas. Ja. Danke. Also vielleicht kurz, das sind die Ergebnisse der Expertenbefragung, wo das Thema auch mit drin ist und da ist quasi an Stelle 1 verpflichtende Rechenzentrumsabwärmeaufnahme von Wärmenetzbetreibenden. Schwieriges Wort, genau. Das ist aber also, auch, man muss sagen, das ist die Sicht der Branche, das genau. Muss man dazu sagen, das ist was die Rechenzentrumsbranche sagt. Man kann natürlich, und ich glaube auch, das ist eigentlich relativ klar, dass man eigentlich alle im Boot haben muss und auch sollte. So, weil wenn sich die Abnehmer von Wärme, von potenziellen AbwärmerabnehmerInnen weigern, diese Wärme überhaupt aufzunehmen, dann wird es einfach extrem schwierig. So, weil wir haben ein begrenztes Temperaturniveau, gerade wenn wir mit Luft kühlen. Wir haben gewisse technische Schwierigkeiten auch dabei, gewisse Herausforderungen. Und da mitzugehen, muss man natürlich auch schauen, dass man überhaupt ein Recht hat, in so ein Wärmenetz einzuspeisen. Man muss auch schauen, wenn irgendwo ein Neubaugebiet gebaut wird und da ist ein Rechenzentrum daneben, dass sich Leute nicht einfach sagen, oh, dann baue ich mir halt trotzdem eine Gasheizung rein, weil damit bin ich unabhängig von irgendeinem Preis, den eventuell ein Nahwärmenetzbetreiber irgendwo draufschreibt. Und das muss natürlich alles schon gelenkt werden, aber an allen Stellen würde ich sagen. Also ich kann
Also es ist wichtig, dass man jetzt anfängt. Es gibt jetzt diesen Entwurf, ich finde den auch gut, dass man da wirklich auch die Rechenzentren in die Pflicht nimmt, weil sonst passiert nichts. Das hat man die letzten Jahre ja gesehen. Aber es müssen auch an mehreren Stellen, also man kann nicht nur die Rechenzentrumsbetreiber alleine in die Pflicht nehmen, weil die schaffen es einfach. Also ich wäre jetzt meine Aussage, das wird sonst extrem schwierig. Man muss schon auch die potenziellen Abnehmer der Wärme da mit reinnehmen und auch die Netzbetreiber, weil das einfach sonst eine Infrastruktursache ist, wie beim Stromnetz auch. Da hat man die Infrastruktur, die muss auch bereitgestellt werden für Ökostrom. Das war eine lange Diskussion, ein langer Kampf und nur dadurch ist es auch passiert, dass das irgendwann entkoppelt wurde, dass nicht also der Kraftwerksbetreiber auch das Netz betreibt, sondern dass quasi unterschiedliche Unternehmen sind, die dann auch als Dienstleister auftreten für diese anderen. Und so müsste es eigentlich bei Wärmenetzen halt auch sein. Genau. Hatten wir noch eine? Ja, achso. Genau, das ist ein großes Thema, also weil Rechenzentren, das muss man auch ehrlich sagen, gerade die großen Unternehmen sind die größten Abnehmer international von diesen PPAs, die dann letztendlich Stromlieferverträge mit neuen Windkraftanlagen, neuen Photovoltaikanlagen weltweit schließen, um diese Parks überhaupt zu finanzieren. Also da ist die letzten Jahre auch schon einiges passiert und da ist gerade die IT-Branche eigentlich im Vergleich zu anderen Industrien, muss man jetzt sagen, man muss ja immer in Relation sehen, relativ weit, weil die da tatsächlich sehr viele Windparks, Solarparks ermöglicht haben durch diese PPAs. Aber die große Herausforderung liegt dann natürlich darin, dass wir, und so rechnen wir das auch, wenn wir diese Emissionen vorher gesehen haben, dass wir davon ausgehen, dass ja zum einen der Strom nicht beliebig irgendwie entfernt transportiert werden kann und auch nicht zu einer beliebigen Tageszeit verfügbar ist, wenn wir von Windenergie und Photovoltaik sprechen, sondern man muss ja mehr machen. Es muss sich mehr transformieren im Energiesystem, dass letztendlich Strom 24/7 oder zumindest dann, wenn ein Verbraucher auch Strom braucht, zur Verfügung steht oder sich halt der Verbraucher auch ans Dargebot anpasst, wenn er das kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, also gibt es wirklich schon Ideen, dass Rechenzentren auch ihre Last verlagern, dorthin, wo gerade Wind und Sonne verfügbar sind. Da gibt es ganz pfiffige Ideen, durch die Virtualisierung Cloud ist auch zum gewissen Maß einiges möglich. Da gibt es ein paar große Unternehmen, ich nenne die jetzt gar nicht, die da auch tatsächlich auch an der Forschung recht aktiv sind und immerhin diese innovativen Ideen auch verfolgen. So, es gibt aber auch viele, die sagen so, für uns kommt das gar nicht in Frage. Wir sind Dienstleister und wir haben gar nicht die Wahl, auf Erneuerbare zu setzen. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Stimmen aus der Branche. Aber ich würde auch sagen, also man muss, also das Problem ist, das ursprüngliche Zertifikatesystem, das wir in der EU haben, das muss man sich eingestehen, hat leider ihre Wirkung ein bisschen verfehlt, weil einfach sehr günstig der Markt mit Zertifikaten aus Norwegen geflutet werden, wo es diese Wasserkraft gibt, wo es aber dann letztendlich egal ist, wenn die ihren Strom am Schluss als Graustrom vermarkten und uns also nach Europa, also nach Zentraleuropa, nach Deutschland, Frankreich oder ein gewisses oder Polen Ökostrom verkauft werden kann, der dann aber nur durch Zertifikate grün gewaschen werden. Das ist ein Riesenproblem. Das findet auch statt und deswegen da muss man ran. Da muss man aber generell dieses Zertifikatesystem auch vielleicht mal überarbeiten. So, das ist halt so dieses große Problem zu fragen, was ist überhaupt Ökostrom.